Servus, da ist wieder der Walter vom Permakultur Waldgarten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Kennst du Vanille? Wahrscheinlich schon. Vom Vanillezucker, vom Vanillepudding, vom Vanilleeis. Das kommt von der Vanilleschote, die aber sehr teuer ist. Deswegen wird das Vanille meistens künstlich hergestelltes Vanillearoma. In unseren Gegenden gibt es auch eine Pflanze, die Vanillin enthält. Schaut mal euch die schöne Pflanze da an. Kennt ihr die? Das ist Medesüß. Sie enthält auch Vanillin, duftet nach Vanille und nach Honig. Ganz hervorragend. Und ist bei uns relativ häufig auch in der Natur zum Finden. In der Keltenzeit war sie bereits auch sehr beliebt. Man hat da die Häuser innen, hat man, dass diese Pflanze häufig gibt an feuchten Stellen, hat man die Häuser damit ausgelegt, damit das Haus gut beduftet wird und damit es eine gute, das macht eine gute Stimmung, dieser Geruch von diesem Medesüß. Das wäre vielleicht einmal ein Versuch wert, wenn der Haussegen schief hängt, dass man ein bisschen so Vanille das Haus beduftet mit so Medesüß und mit diesem köstlichen Vanilleduft. Ich habe zu dieser Geschichte mit den Kelten eine kleine Sage gefunden. Und zwar die Kurzfassung geht ungefähr so: Im Norden hat es ein kriegerisches Volk gegeben, die oft fortgefahren sind auf Beutezüge. Und wenn sie dann wieder heimgekommen sind, hat es riesige Feste und Feierlichkeiten gegeben, bei denen viel Alkohol getrunken wurde. Und dabei ist es auch oft zu Streit gekommen und zu Verletzungen und sogar zu Totschlag. Ja, die Frauen haben sich dann mit einer Schamanin beraten und die hat gemeint, es gebe da ein Kraut, das nennt sich Medesüß. Und das würde dabei helfen, bei so Streitereien. Aber einen Tee draus machen, die Frauen sagten, den Tee, den werden die Männer niemals trinken. Jetzt haben sie die Idee gehabt, wir geben dieses Medesüß in Met oder in Bier rein. Weil dann werden es die Männer trinken. Und gesagt, getan, haben sie dieses Medesüß in das Bier und in den Met reingegeben. Das hat tatsächlich funktioniert und die Männlichkeit und Weiblichkeit war wieder ein bisschen im Ausgleich. So die Kurzfassung dieser kleinen Sage. Und da ist was Wahres dran. Der Name Medesüß ist eine Erklärung, ist auch, dass das davon kommt, dass der Met früher gewürzt wurde mit dieser Pflanze. Und sehr lang wird er auch schon zum Würzen im Bier und Wein verwendet. In England und Schottland hat es die Glockenbecherkultur gegeben und da hat man in diesen Glockenbechern bereits 3000 vor Christus hat man bereits Bier gefunden, das mit dem Medesüß gewürzt war. Auch in der Kirche wurde Medesüß gern verwendet, zum Beispiel zum Schmücken der Kirche bei Hochzeiten, wegen des guten Duftes. Medesüß wächst gern an feuchten Stellen, entlang von Bachufern, an Seen, an Waldrändern. Sie ist aber erstaunlich tolerant. Und wir haben sie zu uns hergeholt, in unseren Waldgarten, aus 5 Gründen. Erstens einmal, sie ist sehr beliebt bei Insekten. Bienen, verschiedene Käfer, Fliegen, verschiedenste Insekten lieben das Medesüß. Es gibt sogar einen eigenen Falter, den Medesüß-Perlmuttfalter, dessen Raupen fressen gern die Blätter vom Medesüß.
Zweiter Grund, weil es einfach schön anzuschauen ist. Dritter Grund, man kann alle Teile der Pflanze in der Küche auch verwenden. Die Blätter, die Blüten und sogar die Wurzeln kann man verwenden. Viertens, weil Medesüß alles kann, was Aspirin auch kann. Es wirkt schmerzstillend, hilft bei Kopfschmerzen, bei Grippeerkrankungen kann man einen Tee draus machen. Früher hat man Medesüß den Spiriden zugeordnet und daher kommt sogar der Name Aspirin, wurde davon abgeleitet. Fünftens, weil man den Duft ins Haus holen kann, haben wir ja schon besprochen, stimmungsaufhellend. Und es wirkt auch im Kleiderschrank gegen Motten, wenn man dieses Medesüß aufhängt, interessanterweise. Würde auch, und die Imkerkollegen, würde auch wahrscheinlich, ich habe es noch nicht probiert, helfen gegen die Wachsmotte. Die Heilwirkung vom Medesüß beruht auf der Salicylsäure, die auch zum Beispiel in der Weide enthalten ist. Sie soll auch helfen bei leichten Gelenksbeschwerden, bei Sodbrennen und soll auch eine gewisse antirheumatische Wirkung haben. Medesüß ist so groß, wie ihr seht, wird es ungefähr so groß wie ein Mensch. Das wird ganz schön groß, hat einen kantigen Stängel. Das Endblatt ist dreiteilig. So schaut das Blatt aus. Die Blüten erinnern ein wenig an Holunderblüten. Bei diesen Doldenblütler muss man ja ein bisschen aufpassen, weil da gibt es auch giftige Vertreter. Man muss schon ein bisschen aufpassen, aber normalerweise kann man Medesüß nicht verwechseln. Braucht es nur mal da riechen, diesen vanilleartigen Duft ist eigentlich fast nicht zum Verwechseln. Die Blüten kann man von Juni bis August ernten. Man kann sie frisch verwenden oder auch trocknen für einen aromatischen Tee, im Fall, dass man krank wird, oder auch man kann es gern zum Aromatisieren von Getränken oder verschiedenen Sachen verwenden. So, ich werde jetzt da ein paar abernten. Man kann auch, wenn man öfter zum Beispiel an Kopfweh leidet, kann man auch eine Tinktur draus machen, Blätter und Blüten. Und wenn man Kopfweh kriegt, nimmt man einige Tropfen von dem Medesüß. Wem die Tinktur nicht so gut taugt, ich bin kein so ein Freund von diesen Tinkturen, der kann auch die Blüten und Blätter in Wein einlegen. Man legt ja eine Woche in Wein ein, tut es dann abseihen und kann diesen Wein dann aufheben. Und wenn man dann Beschwerden hat, nimmt man einen Stamperl von dem Wein. Das ist auch eine Möglichkeit. Pflanzenteile, insbesondere die Blüte, aber auch die Blätter und Wurzeln, eignen sich zum Aromatisieren von Süßspeisen und von Getränken ganz gut und haben einen süßlichen, herben Geschmack. Probiert es einmal aus. Medesüß. Stopp. Riecht herrlich nach Vanille. Und bei uns ist eigentlich das nicht so üblich, mit dem Medesüß das in der Küche zu verwenden. Das kommt eher aus der französischen Küche. Sorbet oder Parfait, das sind ja schon so französische Namen, kann man ganz gut mit diesem Medesüß aromatisieren. Zum Aromatisieren eignen sich alle Pflanzenteile, sowohl die Blüte als auch die Blätter, als auch die Wurzel. Da habe ich einen Käfer mit reingenommen. Und ich habe es auch noch nicht gemacht, ich möchte heute einmal ein Parfait machen. Ein Parfait ist halbgefrorenes, wo man aber keine Eismaschine dazu braucht. Ein Dessert, das hervorragend geeignet ist für so heiße Sommertage. Ja, verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für das Medesüß in der Küche. Man kann zum Beispiel Sahne in die Sahne über Nacht, in die ungeschlagene Sahne, so Medesüßblüten reinlegen, um sie zu aromatisieren. Am nächsten Tag dann schlagen. Man kann das Medesüß an Kaltauszug machen, über Nacht ins kalte Wasser einlegen
als sommerliches Erfrischungsgetränk. Wenn einem das nicht so zusagt, kann man auch die Medesüßblüten in Wein einlegen. Eine Stunde in Wein einlegen als sommerlicher Trink. Philippendula ulmaria. Die Wiesenkönigin tanzt. Das duftet herrlich. Riechst du das auch so gern? Ja, das ist voll angenehm. Vanille, der Duft. Voll angenehm, der Duft. Schaut schön aus. Angenehm. Löscht das Feuer, wenn es zu heiß wird. Was glaubst du, warum? Weiß ich nicht. Weil es mit den Füßen im Wasser steht. Genau. Okay. Also, dass du gesund bleibst. Prost. Ja, du auch. Prost. Urlaub auf Balkonien. Prost. Prost. Wenn man das Medesüß medizinisch verwenden möchte, kann man die Blüten und auch einige Blätter eine Woche in Wein einlegen, dann abseihen und den Wein dann aufheben. Und wenn man zum Beispiel an Kopfschmerzen leidet, nimmt man ein Stamperl von dem Wein. Das ist auch eine Möglichkeit. Man kann einen Sirup draus machen, so wie mit demselben Rezept wie der Holler-Sirup, kann man auch mit Medesüß machen. Dann kann man natürlich auch Oxymel draus machen, habe ich euch eh schon ein paar Mal gezeigt, wie das geht. Einen Honigessig und mit Medesüß drinnen. Man kann damit Soßen aromatisieren. Es passt gut zu Fisch- und Fleischgerichten. Man kann da ein bisschen so Blüten drüber streuen zum Beispiel. Aber heute möchte ich gern machen ein Parfait. Parfait ist ein halbgefrorenes Eis, wo man keine Eismaschine dazu braucht, sondern es wird in Formen abgefüllt und in der Kühltruhe eingefroren und kriegt ganz feine Eiskristalle. Und die Konsistenz erreicht man dann damit, dass man mit Eidotter und mit Schlagsahne das herstellt und dann einfriert. Ja, für das Parfait als ersten Schritt tut man mal 50 ml Wasser und einige so Blüten und 100 Gramm Zucker eine Minute kochen und dann 5 Minuten ziehen lassen. Und dann tut man das in eine Metallschüssel durch ein D-Sieb. Dann kommen dazu die Dotter von 4 Eiern. Ich glaube, nachdem die Eier noch so klar sind, werde ich wahrscheinlich ein fünftes Ei noch nehmen. Bei uns ist so, dass jedes Huhn hat eine andere Eifarbe, so dass wir genau wissen, welches Huhn legt und welches nicht legt. Grünleger ist grün, dann haben wir braunes und die weißen haben alle unterschiedliche Farben. Dann kommt jetzt noch ein bisschen Salz rein. Weil das Ganze wird jetzt in ein heißes Wasserbad reingestellt und mit einem Schneebesen aufgeschlagen. Das Wasser sollte aber nicht zu heiß werden. Ich habe das jetzt über heißem Wasser cremig aufgeschlagen. Da rinnt einem ja schon das Wasser im Mund zusammen. Und jetzt kommt die Schüssel in kaltes Wasser, damit es auskühlt und wird aber noch weiter geschlagen. Und nebenbei wird auch schon die Sahne geschlagen, weil die wird nämlich nachher untergehoben. Und habe jetzt eine Sahne geschlagen und die wird jetzt da untergehoben. Wird da jetzt untergehoben. Medesüßparfait. Das wird jetzt für mindestens 6 Stunden eingefroren. Wir machen jetzt die Himbeersauce. Da brauchen wir 350 Gramm Himbeeren. Davon gibt man 50 Gramm auf die Seite. Das sind wilde Himbeeren von unserem Waldgarten. Und dann braucht man noch 50 Gramm Zartbitterschokolade, einen Honig, ein paar Löffel Honig zum Süßen
und Pistazien zum Verzieren. Also da habe ich jetzt das Wasser reingegeben und das wird jetzt einmal kurz aufgekocht. Das ist einmal der erste Schritt. Die Himbeeren mit ein paar Löffel Wasser und mit dem Honig habe ich jetzt ein bisschen aufgekocht. Und jetzt muss ich schauen, dass ich die Kerne ein bisschen wegbringe. Man könnte es entweder durch ein Sieb streichen. Ich probiere es aber mal mit der flotten Latte. Die kennt ihr ja wahrscheinlich eh. Ich probiere es, ob das mit dem geht. Ob da die Kerne durchgehen oder ich glaube, so, ich glaube, das genügt. Ein paar Kerne sind schon durchgegangen, aber das glaube ich macht nichts. Und da kommt jetzt die Hälfte von der Zartbitterschokolade rein. Und das wird jetzt noch einmal geschmolzen. Auskühlen lassen, die Himbeeren zufügen und dann ist die Himbeersauce fertig. Baiser aus Eiklar und Staubzucker. Ich tue probehalber mal so ein Parfait anrichten. Das war jetzt über die Nacht in der Kühltruhe. Und ich habe da eine Frischhaltefolie reingeben. Ob das notwendig ist, weiß ich nicht. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Jetzt schauen wir mal, ob das rausgeht. Schauen wir mal. Oh. Die Frischhaltefolie runterziehen. Dann geben wir die Himbeersauce ein bisschen rundherum. Und dann geben wir noch ein bisschen Schokostreusel drauf. Und ein bisschen Pistazien. Und da habe ich ja das Baiser gemacht aus der Eiklar und Zucker. Kann man vielleicht da zwei dazugeben. Das ist ein Medesüß-Parfait mit Himbeerspiegel. Der erste Vorkoster ist einmal, ich tue mal testen. Gut. Wie schmeckt das? Gut. Ist lecker. Medesüß-Parfait auf Himbeerspiegel. Gelungen. Es schmeckt und kann angerichtet werden. Danke sehr. Kosten wir es einmal. Schmeckt sehr gut. Ich glaube, das muss man ein bisschen auftauen. Wenn ihr Medesüß einmal verwenden wollt, dann könnt ihr es entweder in der Natur sammeln, es kommt relativ häufig vor, an feuchten Stellen. Wie gesagt, wir haben es zu uns hergeholt in den Garten, zum Beispiel da neben dem Teich, wo es ein bisschen feucht ist. Aber es hat sich auch schon, wie gesagt, bei uns im Garten an trockenen Stellen ausgebreitet. Und man kann entweder, wenn ihr es in den Garten holen wollt, wäre ein guter Platz zum Beispiel unter einem Regenablauf, wo die Regenrinne abläuft, wo es ein bisschen feucht ist. Man kann natürlich auch diese Samen, wenn sie reif sind, kann man eben abernten und kann das anbauen. Oder man grabt wo eine kleine Pflanze aus und kann die im Garten einsetzen. Verwendbar die Blüte, wir verwenden die gerne im Smoothie. Allerdings muss ich auch dazu sagen, für manche Personen ist der Duft von diesem Medesüß ein bisschen aufdringlich. Für mich nicht, für mich duftet das ganz herrlich, aber für manche ist das ein bisschen aufdringlich. Ja, ich hoffe, es war ein bisschen wieder interessant für euch. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Probiert einmal das Medesüß aus, ob euch das zusagt, ob das was ist für euch. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch oder ein Abo. Und Servus, bis nächstes Mal. Wir wünschen euch einen schönen Urlaub. Einen schönen Sommer. Prost. Prost.